Crazy. 1-0 Arbeitssieg hier heute gegen Hannover 96-2. Wie hast du das Spiel heute gesehen? Ja, ich denke, dass wir eigentlich gut in die Partie reingefunden haben und mit dem Tor, was ein vermeintliches Abseitstor war, eigentlich auch 1-0 in die Halbzeit gehen würden. Ja, wir haben uns da reingekämpft, haben uns viele Torchancen erarbeitet und ich denke am Ende auch ein bisschen glücklich, aber auch verdient geworden. Es hat sehr lange gedauert, bis das Tor fiel. Warum hat man sich lange so schwer getan? Ja gut, wir hatten ja davor eigentlich viele Torchancen und konnten eigentlich schon vorher das 1-0 machen. Und wie gesagt, die beiden Abseitstore, die vermeintlichen Abseitstore, hätten uns eigentlich auch gut getan, wenn wir noch früher 1-0 geführt hätten. Aber ich denke, dass wir ganz und allen schlau gespielt haben und auch ruhig geblieben sind, geduldig geblieben sind und dann auf die Chance gewartet haben. Ja, jetzt kommt knüppelhart das Programm, in 14 Tagen 6 Spiele. Worauf kommt es jetzt an in den kommenden Wochen? Es kommt auf die mentale Stärke drauf an. Also da muss jeder körperlich gefordert, aber mental muss auch jeder vollkommen dabei sein. Und da müssen wir alle zusammen als Team auftreten, sonst wird es nichts. Also es kommt hauptsächlich auf das Mentale an, auf den Kopf. Ja, das Programm fängt an mit Jeddelo am Dienstag. Dort gewann man 4-2. Wird das ein ähnliches Spiel wie auch schon dort? Ja, kann ich mir vorstellen, weil Jeddelo das eigentlich über eine kompakte Defensive macht und dann auf ihre Kontersituation wartet. Da müssen wir aufpassen, da haben wir uns im Hinspiel auch schwer getan. Auch schon, glaube ich, in der ersten Halbzeit 2-1 zurück. Ja, ich denke schon, dass das wieder so ein gleiches Spiel wird, dass es so ein Kampfspiel wird und wie gesagt, da müssen wir uns alle reinkämpfen und mental auch alle, aber wirklich alle Spieler vollkommen da sein.